No. Hast du das gesehen? Katztastisch. Geht es weiter mit Lego Ninjago hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Hui. Cole und Kai sind immer noch auf dem Weg zu ihren Max. Die hat leider der liebe, gute alte Kai falsch geordert. Die sind nämlich an der falschen Stelle gelandet. Na toll. Und jetzt müssen sie den ganzen weiten Weg durch Ninjago laufen, um dorthin zu kommen. Nun leider gibt es gerade Chaos durch Garmadon und seine bösen Schergen. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie durch und ich wundere mich gerade, dass Kai auf einem Schwein gelaufen ist. Ich war kurz verwirrt. Okay, hier geht es also weiter für uns. Mal sehen, wir müssen jetzt irgendwie über diese zerstörte Brücke. Die Frage ist nur, wie. Lass uns mal hier etwas zusammenbauen. Vielleicht ein Katapult oder sowas. Ja, sieht gut aus. Okay, dann lass uns mal da drauf. Oh, da vorne warten Gegner von Garmadon. Pow! Das hat gesessen. Was für ein Schlag. Achtung, Cole, nimm dich in Acht. Hier sind ganz viele Schergen von Garmadon. Bam, 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 bam. Sehr schön. Guter Schlag. Was machen wir hier eigentlich gerade kaputt? Dann lass uns das direkt mal zusammenbauen, was auch immer das ist. Schaut mal, so ein mobiles Ding zum Transportieren. Oh, lecker. Hähnchen. Guten Appetit, mein Lieber. Und eine Lego-Tüte. Mal gucken, was da drin ist. Und zwar... Da ist sogar die Frau dazu gekommen. Ein Sushi-Koch! Oh, Sushi wäre jetzt echt lecker. Wer von euch mag denn Sushi? Habt ihr schon mal Sushi gegessen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr dafür interessieren, ob ihr das schon mal probiert habt. Weil ich als Kind fand es immer eklig. Ich habe mich nicht mal getraut, es zu probieren. Ich wusste nicht mal, wie das schmeckt, aber ich habe mich nicht getraut. Deswegen, vor allem, weil ich weiß, dass etwas jüngere Zuschauer... Also, was heißt etwas jüngere Zuschauer? Natürlich schauen junge Zuschauer hier zu. Ist ja auch ein Katze-Kinder-Kanal. Weil jüngere Zuschauer hier zuschauen, würde es mich interessieren, ob ihr das gerne esst oder schon mal probiert habt. Weil ich habe mich damals ein bisschen davor gefürchtet, auch wenn es komisch klingt. Aber heute esse ich das total gerne. So, Achtung. Zack, 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 zack. Wow, sehr gut. Und Kai, du machst super. Cole hilft uns auf der linken Seite, wie ihr sehen könnt. Aber wir helfen auch. Sehr schön. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt und ihr sagt, Mensch, Ninjago ist ein echt tolles Spiel. Ich muss unbedingt noch mehr Folgen sehen. Dann lasst doch einen Daumen hoch da. Würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr mehr sehen wollt. Und bam. Ha. Zack. Wow. Gut gemacht, Cole. Dein Hammer ist ziemlich praktisch. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und da kommt einer hier von oben herunter mit der Luftpost. Hey. Du bist gemein. Oh, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Vor allem, weil er die Wirbelattacke beherrscht. Das sehen wir an dieser Leiste oben. Wow, 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 wow. Cole, du machst es super mit deinem Hammer. Drachentechnik. Puh. Na, den haben wir jetzt gezeigt. Oh, Achtung. Kai, pass auf. Oh, Kai wurde erwischt. Cole, zeig, was du kannst. Jetzt gehst du mal eins mit dem Hammer oben drauf. Bienenstichattacke. Piu. Das war mal ein super Schlag. Und wir haben eine Kette von 47, wie ihr links oben sehen könnt. Was für eine tolle Serie. Okay, Kai und Cole kommen gut voran. Und da sind unsere Max. Oh, was ist das denn? Ein Fisch? Ein Babyhai? Oh, was machst du? Machst alles kaputt? Oh, schaut mal, er möchte diesen kleinen Fisch essen. Nein, das ist ein Piranha, oder? Was könnte das für ein Fisch sein? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Also ein Goldfisch auf jeden Fall nicht. Ich glaube ein Piranha. Was haben wir hier zusammengebaut? Ob uns das wohl weiterhilft? Ich habe keine Ahnung. Hauptsache, wir kommen irgendwie da hoch. Wir müssen zu unseren Max. Unbedingt. Vorbei an diesem komischen Piranha. Oh, der schießt nach uns. Oder? Zumindest sah es so aus. Und rüber. Was haben wir hier? Krempel. Bauen wir mal auf, was wir hier bauen können. So, schön. Zack, zack, zack. Oh, was ist das denn? Oh, eine Art Angel. Schaut mal, das wird jetzt bestimmt lustig. Mal gucken. Und die Angel auswerfen. Haben wir den Fisch? Na, willst du den Fisch? Na, komm, beiß zu. Komm. Komm, Fischi, Fischi. Haben wir dich. Boah, das ganze Ding ist kaputt gegangen. Dann da mal runter. Wir können daraus bestimmt etwas zusammenbauen. Vielleicht eine Art Trampolin? Ja, sieht stark danach aus. Sehr schön.
Da mal hoch mit uns. Wir sind gleich bei unseren Max. Und komm schon. Komm, Cole, du schaffst das. Sehr gut. Wir kommen jetzt hier durch. Ah, hier haben wir zwei Dinge, an denen wir uns festhaken können. Kai, hilf mir. Okay, Cole. So, Moment. So. Jetzt. Und ranziehen. Mehr ist nicht passiert? Ah, hier ist irgend so ein komisches Ding. Einfach mal draufhämmern. Wow, der Weg ist wieder frei. Das ist unsere Mac, schnell. Wir sind gleich da. Hier noch ein bisschen Krempel. Machen wir auch noch kaputt. Vielleicht ist da was drin. Ich glaube nicht. Okay, los. Wir sind gleich am Ziel. Da vorne stehen unsere Max. Also rein mit uns. Und dann geht das Abenteuer weiter. Hauptsache, die anderen haben uns noch Gegner übrig gelassen, Kai. Willkommen zur Party, Jungs. Mia, wo bist du? Hi Kai. Hi Cole. Was macht ihr denn heute so? Mia und ich haben jede Menge Spaß. Ich habe keinen Spaß! Hey, wo wart ihr zwei denn? Das war schon ein ziemliches Hin- und Hergerinne. Aber jetzt ist der in der Fall. Okay. Dann habt Spaß und passt auf euch auf, Kinder. Warum schreie ich denn so? Ich hab doch ein Funkgerät. Garmadon! Oh oh! Er ist mitten in der Stadt! Er will doch ein paar Grasenraketen. Den müssen wir jetzt aufhalten! Wir haben ihn im Visier! Komm schon, wir kriegen das hin! Oh oh, er kriegt Hilfe! Er kriegt Verstärkung, oh nein! Komische Spinnen. Was machen die jetzt? Ob sie wohl auf uns schießen? Hä? Die schießen auf Garmadon? Nein, die machen ein Schutzschild. Okay, komm Lloyd. Du musst auf deinem Drachen, auf deinem Mac, musst du irgendwie dieses Schutzschild durchbrechen. Ich hoffe, das funktioniert. Na, das werden wir jetzt gleich sehen. Aber irgendwie kommen wir nicht daran. Was ist mit dir, Jay? Nein. Auch Jay kommt da nicht durch. Und hier sind so komische kleine Roboter, die uns auch abschießen. Die sind aber echt frech. Die Tanks können die Schwachstelle der Mac sein. Welche Tanks können die Schwachstelle sein? Was meinst du? Lloyd, ich weiß gerade nicht, was du meinst, aber wir kommen zumindest nicht an diesem Schild vorbei. Das heißt, eigentlich müssten wir diese Dinger kaputt machen, die dieses Schild erzeugen, oder? Lass uns das direkt mal ausprobieren. Weil anscheinend gibt es keinen anderen Weg. Und wir müssen aufpassen, wir haben nur zwei Herzen. Wir müssen ständig in Bewegung bleiben. Wir sollten uns nicht treffen lassen. So, aber jetzt mal Achtung. Jetzt zeigen wir, was wir können. So, da unten ist da noch was. Okay, nein. Okay, pass auf, wir konzentrieren uns jetzt auf diese Dinger, die diese komischen Schilder produzieren. Da mal weg damit! Achtung, es fliegen ständig Raketen durch die Gegend. Mach du weiter, Lloyd. Ich meine Jay. Lloyd hat gerade die ersten zwei zerstört. So, gleich haben wir dich, Garmadon. Jetzt können wir uns wieder konzentrieren. Das sind die Schwachstellen, da wo die roten Pfeile zeigen. Gut gemacht, Jay. Schieß weiter. Achtung, Achtung, Achtung. Wow. Jetzt kann die Müdigkeit vorschützen. Oh nein, Jay. Übernimm du, Lloyd. Da. Die rechte Flosse. Das sind die letzten Schwachstellen. Konzentrier dich. Übernimm du nochmal, Jay. Sehr gut. Du hast die Stellen erwischt. Haben wir es jetzt geschafft?
Er ist zumindest verwirrt. Tja, Garmadon, gib's jetzt endlich auf. Volle Power! Aufgeladene Energie und Schuss! Was für ein starker Schlag! Kommt das denn hier? Deine Raketen sind sehr präzise, Grüner Ninja. Blöd für dich, dass ich all meine Schilde aufgerüstet habe. Du wirst Ninjago niemals erobern. Warum gibst du nicht einfach auf und verschwindest ein für alle Mal? Schilde runter! Hier, fern! Schilde runter! Hast du das gesehen? Von wem hast du denn fangen gelernt? Ach ja? Dann nimm das! Von wem hast du denn werfen gelernt? Oh, verschwinde sofort aus Ninjago und aus meinem Leben. Ich bin aus deinem Leben? Nein. Du hast einen Haufen Probleme, Grüner Ninja. Ich hoffe, du hast ihn bis zu meiner Rückkehr aufgearbeitet. Und wenn ich wiederkomme, werde ich auch eine Überraschung für dich im Gepäck haben. Eine große Überraschung. Hui, haben wir Garmadon jetzt in die Flucht gezwungen? Aber er hat gesagt, er wird wiederkommen. Okay. Oh, Prüfungs-Dojos. Verfeinere dein Kampfkönnen, verdiene Highscore-Medaillen und besiege klassische Bösewichte, um Belohnungen freizuschalten. Okay, das ist also Ninjago. Die Stadt im Norden. Was ist das? Eine Fahne. Eine Flagge. Level-Konsole. Mithilfe von Level-Konsolen kannst du Story-Levels erneut spielen. Okay, auch interessant. Und ansonsten? Was ist das? Goldene Türen. Diese mystischen Türen können geöffnet werden, indem du in Ninjago goldene Steine einsammelst. Sehr interessant und sehr vielseitig. Hier gibt es echt einiges zu entdecken. Aber was war das gerade mit Garmadon? Und er hat sich einfach über Leute lustig gemacht. Habt ihr das gesehen? Was sagen eigentlich Kai und Cole dazu? Mit den Zweien geht es jetzt weiter. Okay, schaut mal. Ich habe hier noch sogar die Ausrüstungen, also die neuen Figuren. Ich habe zum Beispiel hier das Outfit von Kai in seiner Rüstung. Ich werde euch jetzt schon mal sagen, und den Sushi-Mann habe ich auch. Den schauen wir uns auch mal kurz an. Schaut mal, das ist der Sushi-Mann. Der läuft aber irgendwie so abgehakt, so ein bisschen komisch. Seht ihr das? Und der Sushi-Mann hat ja auch kein Schwert. Der ist langweilig. Ich nehme auf jeden Fall auch für das gesamte Let's Play, auch wenn wir neue Figuren freischalten werden, bleibe ich bei den Ninjago-Hauptfiguren. Ihr könnt das Spiel, wenn ihr es selbst spielt, natürlich auch anders spielen, wie ihr wollt. So. Kai und Cole, mit euch beiden haben wir gerade die Max erreicht. Wir sind auf den Max leider nicht mehr gefahren, weil wir direkt bei der Konfrontation waren mit Garmadon. Und wie geht es jetzt hier weiter? Meine Schüler interessiert nicht ein Wort, was ich sage. Garmadon! Garmadon! Schnell! Ducken und in Deckung! Siehst du, was ich meine? Hilfst du mir, sie wieder ins Klassenzimmer zu bringen? Okay, deine lieben Schüler hören anscheinend nicht auf dich. Dabei sollte man doch Respekt vor einer Erziehungsperson haben. Also Erziehungsperson klingt komisch. Ich meine von einer, nicht Bezugsperson. Mir fällt gerade das passende Wort. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott. Okay, Kinder, die Pause ist vorbei. Jetzt wird gelernt. Also einfach in dem Fall Respekt vor dem Lehrer. Vor dem Älteren. Vor der älteren Person. Also man muss natürlich gewisse Regeln beachten. Zum Beispiel auch, dass man nach dem Klingeln wieder zurück in die Klasse soll, in die Schule. Aber apropos klingeln. Wenn wir von einer Pause sprechen, ist es doch normalerweise so, dass eine Schulklingel läutet, die dann sagt, hey, man soll wieder zurück in die Schule. Alle Schüler, die mir zuhören, heben ihre Hände. Also Kai. Hey, da ist doch eine Glocke. Da ist doch ein Gong. Lass uns läuten. Okay, Cole, vielleicht kannst du mit deinem Hammer einfach mal diese Glocke läuten, damit die Schüler wieder zurück in die Schule gehen. Ich glaube, das sollte funktionieren. Zumindest in der Theorie. Ob das auch in der Praxis funktioniert, das werden wir jetzt gleich sehen. Hey, Cole, bau mal eine schöne Glocke zusammen. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das sieht doch stark nach einem schönen Schalter für unseren lieben Martha, Cole aus. Hör auf damit. Christopher, lass das los. Martha, lass Christopher los. Perfekt. Gehen jetzt alle zurück in die Schule? Achtung, die Pause ist vorbei. Ja, sie gehen alle in die Schule. Sehr schön. Da ist auch der Charakterbearbeiter. Interessant.
danke. Meine Schüler könnten das ein oder andere von jemandem lernen, der so fähig ist wie du. Viel Glück bei deiner Aufgabe. Dankeschön. Beim Charakterbearbeiter könnt ihr Charaktere nach euren Wünschen anpassen. Aber auch das lasse ich in diesem Let's Play mal fallen. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Ninjago. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Würde mich sehr, sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal.